Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen lustigen Glitch zeigen, wie ihr mit einem unsichtbaren Auto umfahren könnt. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall eine Autowerkstatt. In der Autowerkstatt braucht ihr ein Kundenfahrzeug, was ihr modifizieren könnt. Und ja, ebenso braucht ihr noch die Hilfe eines Freundes. Der Freund muss in eine Einladungssitzung gehen und dann sich in einen Job für einen Titan befinden. Und ja, ihr müsst das Auto dann schon mal so weit vorbereiten, das Kundenauto so, dass ihr das schon direkt ausliefern könnt. Und wenn ihr alles so weit vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, begibt euch einfach zum Kundenfahrzeug, einfach auf Fahrzeug ausliefern drücken. So, seid ihr dann draußen angekommen, begibt ihr euch einmal zur gelben Markierung auf der Map. So, seid ihr dann bei der gelben Markierung angekommen, kommt ihr voll ins Spiel, der sich im anderen Lobby befindet. Und zwar suchen wir uns jetzt den Freund raus. In meinem Fall hilft mir der Mute. Vielen, vielen Dank, Mute. So, wir gehen auf das Profil drauf. So, wir holen uns dann erstmal die erste Meldung, damit wir die zweite Meldung gleich schneller bekommen. So, die lehnen wir dann jetzt ab. So, wir fahren jetzt in den gelben Kreis rein. Und sobald wir in den gelben Kreis reingefahren sind, 2 Sekunden warten und dann dem Freund beitreten. Alle Meldungen, die kommen mit X durchspammen. Und dann seht ihr schon, dass wir mit dem unsichtbaren Auto spawnen. Und ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Ja, ihr dürft jetzt nur nicht aussteigen. Also wenn ihr jetzt aus dem Auto aussteigt, dann habt ihr das Kundenfahrzeug verkauft und dann ist das unsichtbare Auto verschwunden. Und ja, ansonsten habt Spaß mit dem Glitch. Kann man auf jeden Fall ein paar nice Bilder von machen und ein paar geile Aufnahmen. Ja Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.